Küssnacht in der Schweiz. Ein Schwerlasthelikopter wird zum Start vorbereitet. Der Super Puma und die 5 anderen Hubschrauber der Helok AG transportieren Speziallasten in ganz Europa. Seit 5 Jahren fliegt Pilot Theo von Atzigen den Super Puma. Wenn jemand weiß, was der Super Puma kann, dann ist es von Atzigen. Wie vor jedem Auftrag kontrolliert er sein Arbeitsgerät. Schau, ob die Blätter ganz hin, die Ölstände schau schnell nach, ob die Cowlings zu sind. Ja, es ist eine Visual-Kontrolle, eine Sichtkontrolle morgen, die verschiedenen Punkte. Auch die Hupe funktioniert. Der Helikopter ist startklar. Für den Super Puma und seinen Piloten stehen eine Woche mit Spezialaufträgen in ganz Europa auf dem Programm. Trotz aller Erfahrung, noch immer genießt Theo von Atzigen die Überflüge mit dem Super Puma. Das erste Ziel, St. Oswald in Österreich. Außer dem Piloten sind der Co-Pilot, ein Mechaniker und 6 Flughelfer mit an Bord. Die Crew des Super Puma soll in St. Oswald die Stützen eines Skilifts montieren. 32 Lasten mit einem Gewicht von insgesamt 90 Tonnen liegen schon an der Talstation bereit. Der Super Puma darf nicht durch zusätzliches Gewicht belastet werden. Daher räumen die Flughelfer den Helikopter vor jedem Einsatz leer. Währenddessen schaut sich der Pilot die Lasten genauer an. Besonders die Rollenbatterien sind schwer zu fliegen. Wird so angestruppt, dann kommen die Struppen so über das Loch und dieser Flansch wird so dann eingefahren. Und dann wird geklinkt. Auch das Joch macht Probleme. Das Stück ist tiefer als der Montagepunkt. Die Flughelfer müssen einfach gut schauen, dass ich nicht zu tief komme. Dass ich hier nicht anschlage, sonst ist das der Support vom Elektrischen ist der weg. Wir werden das Schwein schon töten. 4 Flughelfer sind an der Spitze des Hangs in 1900 Metern Höhe angekommen. Sepp Ulrich ist der erfahrenste von ihnen. Seit 12 Jahren ist er schon dabei. Morgen. Morgen. Die Monteure der österreichischen Auftragsfirma sind noch unerfahren mit der Montage per Hubschrauber. Die Flughelfer weisen sie in das allmorgendliche Schnupftabakritual ein. Goldenen Paradies, Preis. Preis. Ist gut, ja. Nach der kleinen Prise kann es losgehen. Der Super Puma kommt mit dem ersten Pfeiler. Der hängt an einem Seil 50 Meter unter dem Helikopter. Der Pilot kann die Entfernung bis zum Boden von seinem Cockpit aus nur schwer schätzen. Daher gibt ihm Flughelfer Sepp Ulrich ständig die Höhe des Pfeilers per Funk durch. -2. -3. -5. Ja, warte, wir müssen richtig drehen. Der andere muss anwärts gehen. Auf ein Zeichen des Flughelfers öffnet Pilot Theo von Atzigen den Haken von seinem Cockpit aus. Dann muss am Boden alles ganz schnell gehen. In wenigen Minuten kommt schon das nächste Teil. Zeit ist Geld für die Crew des Super Puma. Oftmals stehen die einschwebenden Masten unter Spannung und müssen von den Flughelfern mit einem Erdungsstab in Empfang genommen werden. Bei schlechtem Wetter oder so kann das Teil statisch geladen werden vom Hubschrauber. Das weiß niemand genau wieso. Und dann, wenn man es anrührt, erdet eigentlich, dann gibt es wie einen Stromschlag. Dann entladen wir das Teil mit dem Haken. Beim Schaftoberteil muss Pilot Theo von Atzigen noch präziser fliegen. Die Arbeiter stehen auf schmalen Podesten und können nicht ausweichen. Schon ein kleiner Schwenk der tonnenschweren Last hätte fatale Folgen. Noch ein bisschen nach, nein, ganz wenig Abstand. Gut, tief. So. Zunächst läuft alles nach Plan. Doch einer der Monteure ist zu voreilig. Er befestigt den Pfeiler, obwohl er noch nicht richtig sitzt.
Da heißt es Ruhe bewahren bei Theo von Atzigen und den Flughelfern. Keine Hektik aufkommen lassen. Das ist das oberste Gebot bei den Lufttransporten. Die Flughelfer kennen solche Situationen. Die Monteure dagegen haben da noch erheblichen Nachholbedarf. Ja, er hat den Dorn im falschen Loch reingehauen. Hat man das gesehen, die Leiter stimmt nicht auf die andere. Da mussten sie noch mal alles lösen und noch mal frisch. Und das ist für uns auch immer ein bisschen ein Risiko. Man kennt die Leute noch nicht. Und so. Also, minus 20, minus 30. Ist null so. So langsam spielen sich die Arbeiter ein. Der Einbau des 4 Tonnen schweren Jochs läuft wie geschmiert. Die erste Stütze steht. Ortswechsel. Nationalpark Berchtesgaden. Hier werden einige Hektar Wald zu Weideflächen umgewandelt. Damit werden die Bauern für ihre großen Waldflächen an anderer Stelle entschädigt. Pilot Wolfram Löser soll die Bäume ausfliegen, damit schnell wieder Ruhe herrscht im Park. Und, ausgelaufen? Fit? Ja, denke ich doch. Geht mir's gut. Moin. Bei dem Wetter, hä? Wolfram Löser arbeitet für die deutsche Tochterfirma der Schweizer. Er fliegt den K-Max. Der Helikopter, von dem es nur 3 in Europa gibt, ist auf Baumtransporte, das sogenannte Holzlogging, spezialisiert. Der Komfort im K-Max ist eher bescheiden. Im Cockpit ist nur Platz für einen. Man sagt auch, man liebt den K-Max mit 500 Stunden oder man hasst ihn. Und dann werden sich die Wege scheiden. Und wie viele Stunden haben Sie? Ich habe jetzt 1300 Stunden gemacht schon, ja. Also ich liebe ihn wahrscheinlich dann. Holzlogging mit dem K-Max ist Knochenarbeit. Auch erfahrene Piloten brauchen Monate, um den Helikopter und die Last darunter richtig zu kontrollieren. Der K-Max hat keinen Heckrotor, dafür aber 2 Hauptrotoren. Die greifen im Reißverschlussverfahren ineinander. Das gibt viel Kraft nach oben. Obwohl er nur 2 Tonnen wiegt, kann der K-Max beinahe 3 Tonnen transportieren. Wegen der hohen Flugkosten ist Schnelligkeit gefragt. Pro Tag 250 Flüge von der Rodungsfläche zum Ablageplatz und zurück. Ohne Helikopter würde der Abtransport Wochen dauern. In Berchtesgaden werden die Bäume mitsamt Ästen geflogen. Flughelfer Jan Böttcher weiß, dass dabei besondere Vorsicht geboten ist. Ja, teilweise brechen die Äste dann schon weg. Also da darf niemand irgendwie in der Abflugrichtung stehen. Da ist dann schon fast lebensgefährlich, wenn sich da jemand bewegt. Wolfgang Zagel hat das Baumfliegen in Deutschland eingeführt. Er ist selbst jahrelang im K-Max geflogen und kennt den Stress der Piloten. So, er fliegt etwas rückwärts, zieht das Seil nach hinten stramm. Und jetzt fängt er gleich das Vorwärtsfliegen an. Sie sehen es jetzt. Der Hubschrauber ist über der Last und der Baum hebt ab vom Boden. Das ist also das Manöver, dass man hier die aerodynamischen Eigenheiten des Hubschraubers optimal ausnützt. Und um das ausnützen zu können, bedarf es unheimlich viel fliegerischen Geschick und fliegerischer Erfahrung in dem Bereich, in dem Arbeitsbereich. Aber Sie sehen, mit uns lernen die Bäume erst fliegen. Es sieht alles so leicht aus, wenn der nur allein den Haken punktgenau zu dem Flughelfer hinzufliegen. Das ist fliegerische Kunst. Das ist wirklich unwahrscheinlich schwer. Denn es ist ein 50 Meter Seil und Sie müssen mit der Maschine den 80 Kilo Haken unten entsprechend manipulieren und entsprechend steuern. Besonders wichtig beim Transport per Helikopter ist das blinde Verständnis zwischen Pilot und Bodencrew. Die Flughelfer haben eine enorme Verantwortung, was auch die Flugsicherheit betrifft. Sie legen hier verschiedene Schlingen um die Bäume. Sie müssen sich Gedanken machen, wenn der Hubschrauber anzieht, dass sich keiner der Bäume verhagelt. Jeder Baum wird ja in irgendeine andere Richtung gezogen, bis die Last letztendlich nach oben weggeht. Denn der Pilot verlässt sich absolut hundertprozentig darauf, dass das, was eingehängt ist, auch frei ist. Die machen einen guten Job, die Leute. Was für eine? Da oben, die kleine. Flughelfer Jan Böttcher und seine Kollegen sorgen dafür, dass der K-Max immer gut ausgelastet ist. Um die Stahlschlaufen richtig anzubringen, müssen sie über die durcheinanderliegenden Bäume klettern.
Na, die sind direkt nur fürs Holzfliegen. Die Nägel sind jetzt schon leicht abgelaufen halt. Die sind eigentlich noch spitzer. Und dass man halt auch über nasses Holz sicher drüber weggehen kann.